So, liebe Zuschauer, ich bin in Hilden auf der Mittelstraße am Bürgerhaus. Mittelstraße 40. Und hier findet eine Aktion statt zum Thema Orange Day. Das heißt Gewalt gegen Frauen oder ist es Allgemeingewalt? Der Orange Day ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Explizit, und der geht immer vom 25. November bis zum 10. Dezember. Den Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen, den gibt es schon länger, den Orange Day. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, den gibt es noch nicht ganz so lange. Das hat sich so ein bisschen verändert, dass der Zeitraum verlängert worden ist. Und die Veranstaltungen, die Sie hier heute machen, diesen Informationstag, den machen Sie auch schon öfters oder heute zum ersten Mal? Nee, den haben wir schon ein paar Jahre, machen wir das jetzt. Auch im letzten Jahr hatten wir eine große Aktion. Dieses Jahr stehen wir mit der Aktion Stopp Gewalt gegen Frauen hier. Jeder kann seinen Handabdruck abgeben und seinen Namen dazu schreiben. Und wir wollen hinterher ein Transparent daraus erstellen und das in der Stadt auch aufhängen. Dann. Heute ist der Tag Aktionstag. Da geht es darum, das Schweigen zu brechen gegen Gewalt. Frauen darauf aufmerksam zu machen, welche Hilfetelefonnummern es gibt. Aber auch alle, die nicht betroffen sind, zu informieren, welche Nummern es gibt, damit die Nummern weitergegeben werden können an Menschen, die sie brauchen. Und in den Orange Days haben wir auch noch die Aktion Catcalling. Das heißt, wir kreien an. Catcalling ist kein Kompliment, Catcalling ist sexuelle Belästigung, verbale sexuelle Belästigung. Und dazu haben wir am 28.11. eine Ausstellung in der Hildener Bücherei, die man dann auch sich anschauen kann um 16 Uhr. Freuen wir uns natürlich auch, wenn viele Zuschauer kommen. Die Gründe für Gewalt sind natürlich vielfältig. Besonders schlimm ist Gewalt, wenn sie hinter verschlossenen Türen, also zu Hause stattfindet. Es gibt viele Hilfeangebote auch für Täter und darauf wollen wir auch aufmerksam machen. Das heißt, Täter können sich bei Ihnen auch melden, vorstellig werden. Inwiefern wird denen dann geholfen? Es ist nicht nur Täter, es gibt auch TäterInnen. Und wir sagen auch Gewaltausübende, um das etwas neutraler zu halten. Die können sich Hilfe holen und Unterstützung auch von Männern. Manche werden auch überwiesen. Werden dann Arbeitsgruppen finden statt und das Thema wird bearbeitet einfach. Und die Männer haben auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen, und das ist auch wichtig. Der ganze Kreis Mettmann, der macht immer zum 25.11. eine Brötchentütenaktion. Die Brötchentüten haben Sie eben schon gesehen. Das ist auch eine Aktion, damit die Hilfetelefonnummern in die Haushalte gelangen können, auch in verschiedenen Sprachen. Das heißt, die kann man mitnehmen, aber die werden auch in irgendeiner Weise an Haushalte verteilt? Bäckereien werden die in den Haushalt verteilt, auch Tankstellen und Apotheken nehmen teil. Und über diesen Weg kommen die in die Haushalte auch. Sehr schön. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.